Yo, was geht ab? Armin wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute sind wir wieder zu Hause. Wir werden mal ein bisschen chillen und gucken, was geht, Leute. Mein Nissan ist gerade bei Max in der Werkstatt. Der ist den wieder am Aufbereiten, Leute. Wir sind echt viele Rennen gefahren die letzten Tage. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, komm, heute machst du einen chilligen. Machen wir ein bisschen mit unserem Q8 noch rum. Ich habe den mal auch wieder schwarz lackiert, Leute. Ein bisschen oft dezent, Leute. Ihr wisst doch, ich mache immer zu viel Hektik, Mektik. Boah, sag euch ehrlich, das ist so bequem hier. Mal gucken, so ein Interieur mal an, Leute. Was sagt ihr dazu, Digga? Ey, ich sage wirklich, das sieht super nice aus. Mir gefällt es richtig, Leute. Mal ein bisschen auf... Wer ist das denn? Hallo? Hallo? Hallo, Amir. Oh nein. Ey, wir hatten noch letztens das Rennen gehabt. So, jetzt alles vorbei, ja, Digga. Ja, wie findest du meine Kiste? Ich habe 4 Spiegel eingebaut, damit ich dich besser im Hinterspiegel sehen kann. Boah, das ist wirklich mehr... Aber was ist mit deiner... Hey, was ist denn hier los? Nur, ich bin gerade am Tune, das ist noch nicht fertig. Ja, ich wollte Flügeltüren machen, siehst du, Flügel in die Tür drin. Ja, aber Vitali, jetzt nicht böse gemeint, aber ich will nicht mit dir nichts mehr zu tun haben, Digga. So, du, was willst du nicht? Ich will nichts mit dir zu tun haben. Guck mal näher, meine Uhr. Ja, sag nochmal, ja, ja, was los, was los? Sag nochmal. Ja, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Du willst nichts mehr zu tun haben, du Idiot. Sag nichts mehr zu tun. Oh, siehst okay. Du mein Outfit? Ja. Sehe ich aus, dass du dich Spaß machen oder was? Ja. So, ja, was ich habe Auftrag für dich, ja? Ja. Und wenn du nicht erfüllst, ist mir egal, dann spreche ich deinen scheiß Laden hier. Nein, bitte. Och Mann, wieso? Ich höre mir zu, also ich habe gehört, Präsident Trump will herkommen nach Los Santos. Ja, das Problem ist folgende. Ich will hier Präsident werden und du musst hier gucken, dass er hier keine Chance hat. Gucken, ausspionieren, scheiße filmen, Kamera auspacken, so guck. Ich kann dir noch zeigen. Ne, hier, nimm diese Kamera und dann machst du so Foto. Zack, chick, chick, ricky, oh nein, Digga. Ey, schön am Speichern. Gewinn doch einfach gegen Trump. Mach ein gutes Wahlprogramm und lass dich wählen. Was willst du? Nein. Ich mach, du hast verstanden, du Idiot, Alter. Wenn ich sage, ich habe gesagt, was ich mache, dann mach ihn. Ja, wenn okay. Wenn ich mache, dann kriegst du so. Au, hier reicht ich Kopfschmerzen. Ich krieg Kopfschmerzen. So, also, Kamera, ich hab dir gegeben, ja? Ja, ja so, aber hat er denn Dreck am Stecken? Weißt du das? Ja, wenn er nicht Dreck am Stecken hat, dann solltest du Dreck am Stecken machen. Okay, ja, mach ich. Ich will Fotos, wo er Scheiße macht. Ja, ich komm dich dann später besuchen. Aber Leute, wir müssen den Präsidenten. Der ist der schon da, Leute? Wo kommt immer ein Präsident hin? Beziehungsweise, wo kommt der an? Der kommt doch mit dem Flugzeug immer. Präsident, weil Vitali will Präsident werden, Leute. Das ist nicht gut für Los Santos. Ey, egal. Ey, Leute, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich den Präsidenten jetzt mal einfach verfolge oder den zukünftigen Präsidenten vielleicht. Wenn ich Erfolg habe, ist er kein Präsident. Dann lasst jetzt ein Like da und abonniert den Channel. Ich würde sagen, wir fahren mal zum Flughafen. Let's go. Okay, Leute, wir sind gleich am Flughafen angekommen. Aber kann ich da einfach zum Präsidenten mit dem quatschen? Also ich muss mir erstmal einen Überblick schaffen, dass ich mal gucken kann, wie ich am besten vorangehe. Und dann, ich bin echt gespannt, was denn wirklich am Dreck am Stecken hat. Oha, ist das schon... Oha. Ich bin von der Presse. Warte, lass mich einfach vorbei. Okay, lass mich einfach vorbei. Das ist schon mal gut. Wow, Weasel News ist auch hier. Krass. Ah, hier ist Polizei. Warte, Leute, ich fahre einfach mal... Oh, da hinten ist das Flugzeug. Hier ist eine Kamera. Oha, hier... Hier ist das Flugzeug. Da ist die Frau von Trump. Ist Trump auch da? Da ist Trump. Das ist Trump. Oh, hallo, Herr Trump, ein kurzes Interview. Kein kurzes Interview. No, please, follow the line. Ja, make me great again. Gerne, Paparazzi. Ja, alles klar. Ich muss da hinten hin. Leute, da hin, da sind auch die anderen Paparazzis. Oh, Entschuldigung, Herr Officer, Entschuldigung. Ups. Okay, Leute, schnell Kamera rausholen. Kommt der. Ich brauche gut. Zur Seite hier. Oh, da ist Hello er. Hello, everybody, Seite. Make America great again. Eine Frage. Yes. Wie sehen Sie Ihre Chancen, dass Sie gewinnen? Oh, the change is gross. Gross chance to win. Trump, noch eine Frage. Yes. Ihr Gegner, der Herr Vitali, richtig? Der möchte Schülern mehr Freizeit geben und längere Ferien machen. Wie können Sie dagegen halten? The only thing wir brauchen sind Guns. Guns. Waffen. We need some guns. Make America great again. Ja, also würden Sie zustimmen, dass Vitali die bessere Wahl wäre, weil er sich mehr fürs Volk einsetzt als Sie? Vitali, not an enemy. No contrahent. No. The next one, please. Was sagen Sie dazu, dass Sie nur gewalttätig sind? Liebe Zuhörer, ich wiederhole nochmal. Donald Trump ist ein sehr aggressiver Mensch. Okay, jetzt Security, enough. Yeah. Security, yeah. Security, the guy. So. Ja, alles gut. Okay, Leute, das. Ja, ich gehe.
ja voll durchgedreht, Alter. Der ist ja super durchgedreht. Thank you, thank you, make America great again. Ja, der geht wieder, Leute, der geht wieder. Everything is clear, man. Ich werde ihn verfolgen, Leute. Den lasse ich nicht einfach so durchkommen. Guck dich mal um, diese Helikopter an. Ey, das ist ein Abwehrhelikopter mit Raketen. Take the last one. I'm the first one. Johnson, I go in the middle, okay? Please, somebody in my truck. Yeah, security. Oh, Entschuldigung. Okay, I'm driving. What do you see? The car is not clean, man. What? Idiot, man. Mr. Trump, man, can you please go inside? Yes. Er hat gerade einfach so Security umgehauen. Leute, ich werde jetzt verfolgen müssen, Leute. Das ist. Oh, der hat noch einen K.O. gehauen. Stay in line, guys. Schnell Foto machen, Leute. Oh, ich habe Foto gemacht, die einfach umgeboxt hat. Okay, wohin fahren die? Wenn die raus müssen, die können nur hier raus. Also ich muss auch noch schneller hier raus. Also ich bin echt gespannt, Leute. Also ich sag euch so, wie es ist. Ich hatte noch kurz Zweifel gehabt. Nicht, dass ich vielleicht für Vitali was falsch mache, aber ich glaube, der Typ ist auch keine gute Wahl. Wir müssen unbedingt herausfinden, was der für Scheiße am Stecken hat, damit wir gegen ihn agieren können. Okay, Leute, okay, die kommen. Oh, Leute, die fahren an mir vorbei. Okay, Leute, ich muss hinterher. Ey, ich sehe auch noch aus wie einer aus der Security. Okay, die sind voll am Hupen. Ja, ich möchte auch hier raus. Ist ja voll abgesichert, Alter. Okay, ich hätte ja auch keine Scheiße bauen können, sag ich euch so, wie es ist. Okay, Leute, wir verfolgen jetzt erstmal ein bisschen. Ich bin mal gespannt, wo deren erster Stopp ist. Ich bin wirklich gespannt. Wir verfolgen jetzt einfach, Leute. Ey, Leute, ich bin jetzt bis hier zur Maze Bank Arena gefolgt. Ey, vielleicht haben die Arena gemietet, um Werbung zu machen. Das wäre möglich. Oh, Leute, da muss ich die Kamera rausholen. Ey, oh, Leute, die biegen hier ab. Oh mein Gott. Ich bin echt gespannt, wo wir hinfahren. Ey, warum fahren die so langsam? Parken. Ich pack auch mal hier. Ja, Polizei, Security. Okay, Leute, ich bin ausgestiegen. Die sind da hingelaufen. Ich wollte ein bisschen Abstand lassen, weil wenn ich entdeckt werde, dann bin ich am Arsch. Ist da irgendwas? Ich hol kurz die Kamera raus. Okay, Kamera ist draußen, Leute. Da sind die. Oh mein Gott, ist hier viel los. Oh mein Gott, wie viel Polizei ist da? Ach, du Heilige. Boah, Leute, erstmal ein Foto machen. Oh, Leute, hier ein Foto. Hello, Police Department Chief. Das ist der Police Chief. Ganz kurz das Mikrofon rüberreichen. Oh, der will das Mikrofon haben, Leute. Der will das Mikrofon haben. Vorzüglich. Vielen, vielen Dank. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der Trump-Veranstaltung. Hier haben Sie die Möglichkeit, Trump höchstpersönlich Fragen zu stellen. Ja. Starten wir mal mit der jungen Dame da vorne rechts. Ich habe eine Frage. Ich bin Reporter. Sie sind noch nicht dran. Erstmal die junge Dame da rechts. Ja, ich habe eine Frage. Ich möchte eine Frage stellen, und zwar... Trump, sind Sie vielleicht der nächste Präsident? Of course, yes! Boah, der ist wirklich zuversichtlich. Ich hätte eine Frage, Herr Polizeichef, direkt an Sie. Kommen Sie nach vorne? Ja. Wie erklären Sie sich, dass so viel Gewalt unter Ihrer Herrschaft hier ist? Ja, Tuan ist komplett die Stadt am Auseinandernehmen. Dann gibt es super böse Kräfte und es wird permanent ausgeklaut bis zum geht nicht mehr. Wie erklären Sie sich das? Warum sollte man Sie... Ja, hören Sie mal. Gewalt unter unserer Herrschaft? Was soll denn das heißen? Ja. Security! Ich glaube, du hast eine Respektstelle verdient. Nein, hallo. Ich bin Reporter. Sie dürfen mir nichts. Sorry. The man in with the camera. Come on with me. Ja, ich komme mit. Ich krieg ein Interview mit ihm. Come on. Security. Yeah, interview security. Security, please. Come on. Herr Trump. So, what is your question, huh? Ja, ich... Security right now, give him. Make Los Santos great again, man. Los Santos, make great again. Give your camera here. Give me your camera. Thank you. Hey, lass meine Kamera in Ruhe. Hallo. This is confused. No. Hallo, Herr Polizeichef. No. Security. Der Trump hat mir meine Kamera geklaut. Der Trump hat meine Kamera und hat mich schlagen lassen. Sir, go down. Security police, security police. Ey, das. We got the camera. Ey. You have to go now. Ja. Oh Gott, ey, Leute, der hat meine Kamera geklaut. Der hat einfach meine Kamera geklaut, Leute. Das kann nicht sein. Trump, das gibt Rache. Ey, Leute, was soll ich machen? Ich muss ihn verfolgen, Leute. Der hat Dreck am Stecken, Leute. Das ist mir egal. Das ist mir komplett egal. Ich werde mir jetzt einfach eins von deren Autos klauen. Ich werde mit dem Security jetzt ein bisschen Stress anfangen. Und dann fahren die hoffentlich weg. Und dann klaue ich mir eins von dem Auto und werde mich als Security ausgeben. Super schlau. Let's drive, guys. Let's drive. I need a meeting. I have a meeting, man. Entschuldigung. Herr Security hier. Was ist? Und zwar, ich habe eine Information, die Sie vielleicht interessieren sollte. Drive. Ich habe leider keine Zeit für dich. Ja, aber das ist Ding. Das Ding ist. Oh, Leute, cool, ich hab nur gut aus dem... Okay, er ist aus dem... Leute, ich hol mir seine Waffen, Leute. Ey, Leute, ich hab hier noch Klamotten gefunden. Das ist aber nicht perfekt, das ist Security-Klamotten, aber egal. Oh, Leute,
Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist einfach meine Kamera. Let's go, Leute. Ich kann weiter Fotos machen. Das war genau der Security-Typ, der meine Kamera abgeholt hat. Ey, Leute, das heißt, die werden jetzt verfolgen und sollen wir Security werden. Und wir können dann hautnah Fotos von ihm machen. Wir müssen uns nur ein bisschen verstecken. Leute, oh, hier ist ein GPS, wo der Trump gerade ist. Perfekt. Leute, ich gehe zu ihm. Ach, Leute, hinterher. Please, the last one, Security. Meeting point, secure. Meeting point. Ich bin der Letzte. Okay, Leute, ich mach Funk zurück. Alright, I got it. Oh Leute, hoffentlich kennt ihr die Stimmen von seinen Security-Leuten nicht so gut, aber bis jetzt alles gut. Ich soll hier aufpassen. Oh, hier ist auch ein Riesen-News. Good job, Johnson. Oh, ich bin Johnson, perfekt. Ja gut, Leute, dann warten wir einfach hier, bis der Präsident wieder was sagt, Leute, weil wir können nicht aus der Rolle rausfahren, Ey Leute, jetzt bin ich die ganze Zeit hier am Warten, hier ist nichts. All Securities, please, right now to the position, my GPS location, we have a big problem. Okay, oh, ich hab ein GPS bekommen, Leute. Ey, wir fahren direkt hin, ich bin gespannt, was da ist. Let's go. Ey Leute, guck mal, ich bin jetzt fast am GPS-Signal angekommen. Komm, was ist da? Oha, Leute, ein Unfall. Ach, du Heilige. Trump hat einen Unfall gehabt. Security. Yes. Clear the position. No fault for me. Kein Fehler. Make this great. Oha, Leute, er hat gerade gesagt, ich soll es so aussehen lassen, als ob hätte Trump nichts gemacht. Yes, Sir. Ich mache Fotos und dann werde ich überarbeiten mit Photoshop, dass es der andere war. Idiot, you drive like an idiot, man. Oha. Idiot. Oha, der schlägt ihn einfach. Okay, Security, geh mal weg. So, ich mache hier Foto. Leute, das sind die ersten Beweise gegen ihn. Let's go. Oha. Ah, Leute, das ist so nice. Mr. Trump, ich hab Fotos gemacht und werde jetzt mit Photoshop dann später editieren, dass es aussieht, als ob du nicht unfallschuld warst. Oh, Mann, die Medics kaputt. No guns on the picture. Nein, keine Guns. Was machen wir mit den Feuerwehrmännern? Sind auch alles Zeugen. Guys, clear the position, please. Was? Clear the position. Nein, warte, Leute, vom Schutzmann. Schnell, Leute, die prügeln einfach alle weg. Security. Yes. Security, clear the location. Ja. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Schnell auf ein Foto, Mann. Foto. Right now in the cars. Oha. Davon habe ich Fotos. Epic Security. Perfekt, Leute, perfekt. Drive. Oha. Ey, die haben einfach RPG gehabt, Leute. Die wollen weiterfahren. Okay, ich werde die verfolgen. Gott, wo ist der Präsident? Oh mein Gott. Security, komm hier rein. Mr. Trump, wo sind Sie? Driving on the main street to the Bahamas. We have a platinum rifle. Ja, komm to my Fahrzeug. Oh mein Gott, die explodiert alles. Das sind doch schon Beweise. Sir, can you drive? Ja. Yes. This hard one. Okay, sir, are you drunk? No, I'm not drunk. Okay, okay. I'm driving to Trump. Ich fahr jetzt zu Trump, Leute. Ey, Leute, wir sind hier in Grape City bei Sandy Shores angekommen. Was machen wir hier? Ey, mein Navi zeigt dir recht. I'm on the right course. Ich bin richtiger Weg, ne, Kollege? Yes, you're right, man. Okay, Leute. Just drive straight and then right. Oh, Leute. Oh, hier, jetzt hier rechts. Yes, you're right. Ey, Leute, was ist hier los? Warum? Ey, was machen wir hier? Idiot. Wow. Trump. Du wirst niemals herausfinden, was mein Bruder versteckt hat. Wenn du mich jetzt tötest, dann wird alles geleakt und veröffentlicht. Das ist schon bewusst, ja? Willst du mich töten, dann töte mich. Aber mein Bruder wird sich darum kümmern. Also, leg dich lieber nicht mit uns an. You know, this is my car. Oha, der schlägt den. Schnell Foto gemacht. Nice. Ich hab alles gemacht. Trump. Hör auf damit. Wir können Leute, ich muss ihn retten. Machen, wenn du willst. Ich muss ihn retten, Leute. Leute, ich hab eine Idee. You think you can make... Do. Trump, gib mir 30 Millionen. Idiot. Boah, der steckt ihn wieder, Leute. Okay. Idiot. Trump. We must go. Wir werden angegriffen. Oh mein Gott, Trump. Ich hol ihn mit. No. Okay, go with him. I go in the car. No. Nein, stehen bleiben, Trump. Hör auf. Nein, Trump. Hände hoch, Trump. Security. What the heck? Hände hoch. What Security. Yes. Security. Deckung. Oh mein Gott, nein, Trump ist abgehauen. Save Trump. Oh mein Gott. Nein, Trump muss überleben. Und weg mit dir. Weg. Oder hinter andere. Und weg mit dir. Oh, jetzt. Ey, wo ist der? Wo ist der andere? America. Sei ruhig. Hey, wo ist der Zeug? Ey, Junge, alles okay bei dir? Danke, dass du mich gerettet hast. Komm, steig ein. Ich bin schwer verwundet. Ja, ich spring dich zum Arzt. Ich spring dich zum Krankenhaus. Einsteigen. Was ist los? Warum wollte Trump dich haben? Warum rettest du mich? Ja, ich bin dabei, gegen Trump Beweise zu sammeln. Ich habe jetzt einiges ranbekommen. Ich bin in einer Organisation mit meinem Bruder. Mein Bruder ist der Gründer von dieser Organisation. Okay. Wir sammeln verdächtige Hinweise und Beweise, um dann endlich Trump hinzustellen, damit er endlich fällt. Oha. Kann ich deinen Bruder
Bruder vielleicht treffen? Du willst meinen Bruder sehen? Das Problem ist, ich kann dir noch nicht ganz vertrauen. Ich kann dir leider noch nicht vertrauen, obwohl du mich gerettet hast. Ich dachte eben, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Nein. Dass ich hier lebend rausgekommen bin. Okay. Kann ich gar nicht glauben. Ich bring dich jetzt erstmal dann zum Arzt, ja? Bitte halte aus. Oh Gott, wir werden angegriffen. Oh mein Gott, ist das? Die wollen dich nicht. Lass mich hier. Das ist Trump. Nein. Ich hol dich raus, Bro. Ich muss nur einen Platten schießen. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, aua. This is my country. Oh Leute, ich hab den Platten geschossen, Leute. Okay, das heißt Kickdown. Okay, Bro, halt dich fest. Ihr könnt ein bisschen schwimmen. Ich halte mich fest mit meiner letzten Kraft. Okay. Ey, Leute, was ist mit Trump los, Leute? Soll ich die Organisation beitreten? Soll ich da irgendwie mit denen zusammenarbeiten? Ich muss wieder denen noch Bescheid geben, Leute. Ich schreibe mir in die Kommentare rein, was ich zuerst machen soll, Leute. Das war's gewesen mit der Folge, Leute. Wenn ihr die Fortsetzung sehen wollt, lasst jetzt ein Like da, abonniert den Channel. Und ganz wichtig, checkt die Jungs unten in der Videobeschreibung ab, Leute. Das war's. Schnell weg hier.